besser als ich dachte. Ja, also hier war richtig weit los jetzt gerade. Der Gruselgarten. Ja. Geil. Yeah. Der Radibor. Der Bondage Bob, der Creepy Carl, die Lynn. Die machen da hinten ihren Bondage Keller. Mhm. So sieht's aus. Da spricht der Leib. Vielleicht. Wusste ich so. Hi! Oh Mann. I'll not forget this. Oh, ups, das. Linux. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ah, was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber die stehen ja zumindest schön beisammen. Na, leider noch kein Sprengstoff, ne? Ja. Hat, glaube ich, einen guten Grund, warum wir noch keinen Sprengstoff haben. Ja. Aber wir haben auch so Schaden gekriegt, ist ja gut. Och, ich fand's ganz gut. Ich bin aber auch der Einzige. Ich fühle mich so beobachtet von dem Ding daneben. Wenn ich das richtig sehe, hat der Gunnar euch beide verkuppelt da. Ja. Und macht sogar Geschenke. Ja. Henceforth, I declare you to be an outlaw. Dun. Ich war gerade in der Waffenauswahl. Okay. War nicht gezielt. Wobei der Einwand durchaus berechtigt war. Bleib doch mal hier! Ich teil's gerne mit dir! Gott sei Dank am Arsch der Welt, die wichtigste Kiste. Ja. Eigentlich haben wir irgendwie schon was. Haben noch nichts wirklich Knalliges.
require assistance. Möchte dein. Oh. Könntest du ein Inferno-Dildo bitte wieder mitnehmen? Er ist dir gerade aus dem Arsch gerutscht. Wer ist dran? Ach, der unten. Die Kamera war nämlich gerade ganz woanders bei mir. Oh, ganz gut. Das ist alles gut, ich hab mehr als genug Zeit. Achso, dann. Hui! Oh, ist die sicherste Kiste der Welt. Wer will die holen? Die ist außerhalb der Reichweite von der Mine. Das kein Problem. Und von links kommst du, ist alles okay. Ja, das stimmt. Wie viel habt ihr denn für die Geil? Eine für eine Mine, ne? Mhm. Hat nicht mehr gezählt, die Kiste. Oh, du könntest den Don da oben loswerden mit einer Granate oder so in das Loch da oben rein. Meine Vorschläge. Ja. Der Gunnar bemüht euch, wenn ihr das macht. Mhm. Das ist immer eine gute Idee. This worm was next. Hi, Soldier. 20 Sekunden. Passt. Kannst du ja einfach nach rechts weitergehen. Aber immer gut Schaden. Ein bisschen Feuer, so ist richtig. 66, Alter! Creepy Karl sitzt auf dem Gehirn. Was hat das zu bedeuten? Was ist hier oben für ein Kampf der Giganten mit den beiden hier? Auf die Fresse. 45 Schaden. Das ist auch random, wie viel Schaden das Ding macht, ey. Nein, das ist der Maximalschaden, den die Bazooka macht, wenn du nur direkt triffst. Ich dachte, die macht 50. Die hat doch schon mehr gemacht. Ja. Die hat irgendwas in den 60er mal gemacht, ja. Also 50 mindestens. Ja. Schrei inkontinente Ina noch nicht so an. Natürlich. Hm. War ja klar, wa? Alter. Es schlag aber richtig hart zurück immer. So geht das. I'm afraid you have made a new enemy.
So geht das. Yes. Wäre es lustig gewesen. Bei mir war die Petrischale eben im Moment nicht gerendert. Da ist einfach in der Luft geschwebt und ich dann merkwürdig nach links bin, links unten bewegt. Und dann ist es erst gespawnt wieder. Okay. Das sah schon nach einem sehr merkwürdigen Glitch aus. Kannst du vielleicht zu der Vierer, da zu Don switchen, wenn du das noch kannst und dir lieber die Helf holen mit Don? Nee. Ah, schade. Sekunden. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Gleich hinspringen. Jetzt grab dich nach unten oder so. Oder so. Hm. Nicht schlecht. Ich glaube, Don. Also, den kann man jetzt erstmal hier zu Grabe tragen, ne? Schön, mal mit dem Kopf auf die Klante geklatscht, so ist das richtig. Muss ja lohnen. Natürlich. Sehr schön. Thanks. Aber echt, ey. Das ist voll krank. Ich hätte gerade echt voll Bock, mich anzuziehen, loszufahren, mir einen Döner zu holen, ne? Weil jetzt hat nichts mehr auf. Ey, hör mal. One word, one perfect shot. In dem Gunnar schreit alles. Ja. Alter, ey, du machst Sachen, ey. Ja, gut, ne? So. Hier ist aber eine Schraube locker. Ich finde, das war gar nicht so schlecht. Nee, das war recht okay. Recht okay? Willst du mich verarschen? Rechts von Waldeck eine Heilige hinlegst, kann eigentlich nicht nach links geschleudert werden, würde ich mal vermuten. Ja. Aber die zündet, die zündet gar nicht, weil die sich da auf des Todes festgeglitscht hat. Oh oh. Ja, sehr schön.
Wenn du da oben die beiden finishen würdest, wäre es echt nicht gut. Vor allem weiter. Das kriegt der nicht hin. Klar krieg ich das hin. Auf. Zeig dir jetzt, wie das geht. Was tust du da? Naja, nee, ich mach jetzt schon. Keine Sorge. Ach, geh aus dem Weg, ey. Finishen wahrscheinlich nicht. There was only 5 seconds left. Oh, ist übergang. Ah, nein! Aus. Genau in einem auf dem Hügel bleibt ihr stehen. Ja, aber den Juicy kriegst du. Eieieiei. I will show you how it's done. Ist ja creepy, Carl. Jetzt ist es vorbei. Der gibt jetzt Gas. Fertig. Na klar. Das ist jetzt echt hart. So. Wie krass kann sich eigentlich alles gegen uns verschwören? Sogar das Schaf. Mehrfach. Ist zu doof, über Fass zu springen. Eieieiei. Aber konnte man das Schaf nicht in den anderen Teilen oder zumindest in den 3D manuell springen lassen? In 3D ging es, glaube ich. Oder war ja. Das, oder war das, ist das immer random oder nur bei den Kanten? Das muss ich gerade mal überlegen. Nee, das war schon immer so, das ist immer automatisch gesprungen, das auf jeden Fall. Mhm. Es wäre sonst auch sehr stark tatsächlich, also. Ja, das ist richtig. Auf ihren Kopf und dann links von ihr eine Granate hinlegen und abhauen. Könnte vielleicht rein. Oder unter ihr eine Granate hinlegen. Dann wird der Boden weggesprengt und dann müsste sie eigentlich runterfallen. Sie kann auch nicht groß nach links geschleudert werden, weil sie ja noch den Berg links hat. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Das ist aber echt schon hart. Ja, ist richtig. Ach Gott, ey. Traut man sich ja gar nicht mal den anderen, wenn man hier weh zu tun. Ich glaube, der Gunnar wünscht sich jetzt einen neuen Partner. Nee, das bringt nichts. Ich muss nicht gegen der Scheiße, ich glaube, das wird nichts. Da musst du ziemlich hochschlagen, dann müsste es gehen. Ja, höher geht's leider nicht. Mach einfach mal. Schade. Naja, gut. Marc, hast du gleich noch eine Wurmball? Ja. Das müsste ich. Weiß ich nicht.
I believe you have goods that do not belong to you. On guard! Good old Highland water. That's my scrum. Und jetzt vom Grabstein erschlagen. Patsch. Das wäre lustig. Ach komm, können wir da hinten noch holen, ja? Ja, vielleicht ist da nochmal eine Wurmwahl drin oder sowas. Eine schöne Flammenfaust, würde ich sagen. Oder ein Kamehameha hier. Na, ich mach mal einen Drachenball hier. Mal was anderes. Next quest. Ich dachte ja schon, passiert jetzt hier nichts mehr, oder was? Ein bisschen links daneben wäre wahrscheinlich besser gewesen, ne? Ja, guck mal, kannst du den Flynn direkt holen, der hat sich direkt vor dich hingesetzt, ist das nicht nett? Ja. Ja, war genug. 34 Schaden oben, 8 Schaden Fall. Fallschaden. 8 Schaden Fall, weißt Bescheid. Hoffentlich reiß ich den noch mit. Natürlich. Nee, aber warum hat der da unten gerade 45 Schaden gekriegt? Ach, wegen der Mine noch. Wegen der Mine noch. Genau. Na gut, Chan, was hast du vor? In die Mine da fliegen? Wäre echt lieb von dir. Was machst du da? Das ist ein Hammer, ey. Versteht's auch nicht so ganz.
Aber es sieht lustig aus. Oh shit. Okay. Nein. I like. Bring ihn erstmal da unten weg, ey. Jetzt müsstest du durch das Loch da links oben sogar rauskommen, ne? Mit dem Fallschirm oder so. Ja. Warte mal, da, noch irgendwo Würmer? Ne, nur da oben. Gut. Herr Miskes. Nein, ich doch nicht. Dann ist ja gut. Mit dem Superscharf oder so die Linda oben killen? Mm-mm. Oh, das geht natürlich. Ja. Schnell. Ah, hör mal mit der Ruhe, ich hab Zeit. Ah, oh, fuck. Begeistert. Zu viel Schwung. Wenn du zu dem 143er unten links eine Banane legst, könnte das sogar reichen, den oben mitzukriegen, wenn man Glück hat. Ja. Aber da musst du erstmal lebend hinkommen. Ich würde sagen, du bist zu fett. Natürlich. Oh, sehr schön. Was war das für ein krasser Move? Das war der Hüpfer der Fetten. Hm. Fettrolle. Genau. Hat den Boden damit abgetragen, weißt du? Die Kante ist abgebrochen. Ah, nein. Nein. Ey, Karamba. Natürlich. Sind alle nach rechts geflogen, oder was? Das darfst du jetzt zu Ende bringen. Viel Spaß. Ich glaube, Markiline hat auch noch eine Bananenbombe. Die sich nur darauf freut, den Creepy Karl zu besuchen. Oh Gott. Weißt du, unser erstes Match lief so gut. Hui! Alter! Time was up, yes. I am just performing 157! Boah. Und noch ein Schaden hinterher. Oh, das ist hart. Das ist hart. Einmal tief durchatmen. Mhm. Boah, ich kann den Gunnar förmlich hören, wie er gerade ausrastet.